Und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal wieder ein Haul. Und zwar, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, huch, jetzt fällt die Hälfte schon da. Vom Action. Allerdings ein sehr, sehr großes. Ich habe nämlich von mehreren Einkäufen jetzt wieder gesammelt. Ja, das ist auch, wie gesagt, ein Teil, jetzt wird es laut, von ADHS. Ich kaufe dann ein und wollte dann eigentlich schon eher mal einen Haul drehen, weil teilweise interessiert euch das ja, was ich so hole, beziehungsweise was es halt bei Action dann in Angebot gibt. Ja, und dann kam dies und das dazwischen und meine mentale Verfassung ist dann auch immer so eine Sache. Und dadurch hat sich natürlich wieder einiges angesammelt und das wollte ich jetzt nachholen. Aber wie gesagt, es wird ein sehr, sehr langes Haul. Holt euch was zu trinken, holt euch ein Eis, wir haben ja Sommer. Setzt euch für einen Ventilator, je nachdem, wie warm es bei euch ist. Wir haben Gott sei Dank bei uns jetzt zurzeit eine Sommerpause. Ich hasse ja warme Temperaturen. Die machen mich dann auch noch so richtig fix und foxy obendrauf auf die ganzen Geschichte. Brauche ich nicht. Also 24 Grad und ja, alles, was drüber ist, kann gerne ganz weit von hier. Ich mag das nicht. Es ist so drückend. Ich kann dann nachts nicht schlafen. Ich habe sowieso ja Schlafstörungen aufgrund von ADHS und wenn man dann nachts erst recht nicht schlafen kann, weil nicht nur das ADHS eintriggert, sondern dann halt auch noch die Wärme von draußen und man dann nur noch in so einen leichten Schlaf verfällt und jedes Geräusch und jedes um dich herum sofort wieder aus diesem Schlaf holt, ist das marisch anstrengend. Und wenn das mehrere Nächte ist, was man ja meistens hat, wenn wir tropische Hitze haben, dann komme ich gar nicht zur Ruhe. Dementsprechend bin ich dann alle am Tag und fix und foxy. Ja, dann obendrauf kam noch, dass mein Männer sich vor 3, 4 Wochen Rippen gebrochen hat. Es geht ihm jetzt schon wieder besser. Morgen geht er auch wieder arbeiten. Das kam aber auch noch obendrauf und mein ganzer Tagesablauf dadurch tierisch durcheinander geraten ist, weil ich habe so ungefähr so meinen festen Fahrplan. Und wenn dann was Unerhofftes dazwischen kommt, wirft mich das erstmal tierisch aus der Bahn. Das war auch natürlich auch wieder der Fall. Ja, und so kam eins nach dem anderen. Ich habe auch noch einige Pakete hier liegen, die ich euch noch zeigen wollte. Unboxen wollte, bin ich nicht so gekommen die letzten 3 Wochen. Das ist alles liegen geblieben. Dann habe ich es mir vorgenommen, dann war aber meine mentale Kraft nicht da und so weiter und so weiter. Und aber heute ist jetzt der erste Schritt. Ich mache jetzt erstmal mit euch den Action-Haul und die kommenden Tage kommen dann ein paar mehr Videos mit Diamond Painting, Sticken und Co. Ja, so sieht das Chaosleben wieder bei mir aus. Willkommen. Aber ich nehme euch jetzt an das andere Stativ und zeige euch jetzt erstmal die Sachen, die ich geshoppt habe und wie gesagt, die Tage folgen dann noch mehr Videos. Es wird, wie gesagt, ich komme schon wieder im Struggle, ein etwas längeres Video. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Schauen. Bis gleich. So, ich habe euch jetzt an das Stativ genommen. Ich habe auch ein paar Sachen von Teddy mit dabei, aber ich denke mal, die versuche ich gleich mal so ein bisschen geordnet zu zeigen. Ich fange jetzt erstmal mit den Sachen an, die wir bei Action geholt haben. Wir waren auch mal bei einer anderen Filiale, also eine, die nicht bei uns in der Nähe ist. Das war jetzt in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja hier in Niedersachsen, aber wir wohnen an der Grenze so ein bisschen von Nordrhein-Westfalen. Von der Warte her ist das also, wie gesagt, nicht so eine große Distanz. Aber trotzdem, man merkt den Unterschied von den Sortimenten her, beziehungsweise wann, was, wo, in welchem Laden unterschiedlich kommt. Also es ist wirklich ein gravierender Unterschied. Ich suche zum Beispiel immer noch ein Produkt, was ich leider nicht finde, was wahrscheinlich auch sehr schnell entweder vergriffen war oder gar nicht bei uns in der Filiale angekommen ist. Und zwar ist es aus Kunststoff so eine Snackschale, eine runde, mit mehreren Fächern, wo man halt so Chips und sowas reinmachen kann, mit einem schönen passenden Deckel, somit, dass die Produkte auch wirklich frisch bleiben. Konntet ihr oder kann man halt auch auf Instagram sehen. Ich habe diese Dose nicht ein einziges Mal gesehen. Entweder ist sie gar nicht bei unseren Filialen angekommen, was auch immer. Bei anderen habe ich dann halt gelesen, dass die Produkte ratzfatz weg waren. Also dann waren da vielleicht nur 3, 4 Schüsseln und ne, die Schalen waren dann relativ schnell weg. Es ist jetzt mittlerweile auch teilweise so, dass auch Verkäuferinnen sich da auf Instagram gemeldet haben und gesagt haben, das ist einfach ein bisschen blöd, wenn das Haupthaus oder das Lager Werbung für Produkte macht, die dann aber nicht greifbar sind. Dann haben die natürlich die verärgerten Kunden vor sich. Ist natürlich unschön. Kann ich auch total nachvollziehen. Ich komme selber aus dem Einzelhandel. Und wenn man dann jeden Tag die Verärgerung der Kunden abkriegt, obwohl die Verkäufer in diesen Häusern absolut nichts dafür können. Die Verkäufer können auch nur das verkaufen, was da ist, beziehungsweise weitergeben.
Und da gibt es natürlich immer wieder Kunden, die dafür absolut kein Verständnis aufbringen. Ich tue es, ich komme selber aus der Branche, ich weiß, wie ätzend das ist, wenn gewisse Produkte beworben werden, diese aber nicht vorhanden sind. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres wie unzufriedene Kunden, aber wie gesagt, Kunden, vergesst eins nicht. Der Verkäufer, der vor euch steht, der kann nichts dafür, dass die Ware in dem Moment einfach nicht greifbar ist. Das ist eine Logistikproblematik und diese Logistikproblematik geht nicht von dem Verkäufer aus, sondern diese geht von dem Hauptlager aus, beziehungsweise den Einkäufern von Action. Damit hat der Verkäufer definitiv einfach nichts zu tun. Deswegen rege ich mich da auch nicht drüber auf oder gehe zum Verkäufer und bin im Maßlos enttäuscht. Klar frage ich dann selber auch mal nach, ob er das vielleicht weiß, aber die wissen es halt auch wirklich nicht, wann welche Produkte kommen. Die kriegen teilweise dann Paletten und müssen sich überraschen lassen, was dabei ist. Das ist ein kleines Problem bei Action. Vielleicht beheben sie es noch, wäre natürlich nicht schlecht. Wie gesagt, andere habe ich euch ja schon mal erzählt. Geschäfte, die neu auf den Markt gekommen sind, hatten auch so ihre anfängliche Probleme. Die gleichen Probleme hat Action auch und ich hoffe einfach mal für die Zukunft, auch halt für die Verkäufer, dass das sich so ein bisschen regeneriert. Es gibt noch andere Geschäfte, die immer noch bis heute das Problem der Logistik haben, dass sie wirklich nicht wissen, was kommt. Ein Beispiel ist halt der Laden, wo ich halt auch ein paar Sachen euch gleich zeigen werde von Teddy. Da ist es ja leider nicht anders. Da müssen die Verkäufer sich auch teilweise überraschen lassen, was da für Artikel dabei sind und was nicht. Ist für die Verkäufer weniger schön, aber. Ja, ne? Irgendwo ist immer der Hasenfuß. So, ich fange jetzt aber mit euch an bei den Produkten und ich fange jetzt mit einem Rucksack an. Und zwar habe ich ja einen Minijob und da nehme ich mir gerne, oder man nimmt sich ja allgemein gerne mal kalte Getränke mit. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er ist, wie lange er kalt hält. Da kann ich jetzt leider noch nichts zu sagen. Ich denke mal, ich versuche mal ein Feedback zu geben, wenn ich mich nicht wieder vergesse. Und zwar ist es so ein, ja, steht hier Backpack, also Rucksack mit Kühlfunktion. 14 Liter passt hier rein. Das ist eine richtig große Tasche, finde ich. Ne, er hat hier auch einen reellen Boden. Auf jeden Fall hat er einen richtig schönen, vernünftigen Boden. Ihr seht das hier. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen auseinanderzumachen. Ich habe jetzt keine Schere hier. Ne? Seht ihr das? Ein bisschen. Da kann man auf jeden Fall vernünftige Flaschen reinstellen und halt etwas längere Sachen. Ich weiß, wie gesagt, allerdings nicht, wie lange es kalt hält. Da werde ich euch dann noch mal was zu sagen. Er macht aber einen sehr guten Eindruck, weil das ist eine andere Folie. Seht ihr das hier drinne? Schön dick gepolstert. Schön ausgekleidet mit der ganzen Folie. Und ich lasse mich einfach mal überraschen. Der Vorteil ist natürlich bei dieser Folie, dass wenn ihr Kühlakkus reinmacht, die Kühlakkus sind ja teilweise auch nass, dass diese Nässe nicht unbedingt rauskommt. Hier vorne habt ihr noch eine Tasche, wo ihr Kleinkram reinmachen könnt. Und wie gesagt, das ist so ein Rucksack mit gepolsterten Gurten, die ihr natürlich auch in der Länge verstellen könnt. 14 Liter. Ich bin mal gespannt, wie gut die kalt hält. Soll ja nicht stundenlang kalt halten, aber so ein bisschen kalt halten wäre natürlich nicht schlecht. So, dann habe ich was geholt. Das war gar nicht so einfach. Das war wirklich nicht so einfach. Ich habe euch die ja schon mal gezeigt. Und zwar Shorties. Als also sind ne, kurze Schlafanzüge. Ja, Shorties heißen die, glaube ich, auch. Ich sage immer Shorties dazu. Für Jungs. Das Schöne ist, die haben jetzt größere Größen bei Action. 100 bis 164. Ja, das Problem ist nur, es sind einige dahinter gekommen, dass sie diese größere Größen haben. Und blöderweise sind diese Größen natürlich recht flott vergriffen. Ich habe natürlich bei einmal welche geholt, wo Angebot war. Einen einzigen, wie ihr seht, habe ich noch bekommen im Angebotspreis, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch wenn sie nicht im Angebotspreis sind, sind sie recht günstig. Und die Qualität stimmt einfach. Und ich habe jetzt für unseren Jüngsten nochmal drei geholt und ja, die Größe passt ihnen auch. Das liegt aber auch daran, die fallen etwas größer aus. Also sie sind jetzt nicht hautnah geschnitten, sondern die fallen etwas weiter aus. Deswegen konnte ich auch ohne Probleme jetzt nochmal die hier holen. Hätte sie trotzdem sehr gerne etwas größer genommen, falls er dann doch nochmal einen Wachstumsschub macht. Aber bei Shorties ist es nicht so schlimm wie als bei diesen normalen langen Schlafanzügen. Und ja, ich habe da jetzt drei Stück nochmal mitgebracht, genommen. Weil man braucht doch im Sommer so einige. Das unterschätzt man dann doch. Man schwitzt und so weiter und so weiter. Und dann ist man doch froh, wenn man ein paar mehr Schlafanzüge hat.
Dann habe ich als Vogeltränke und Igeltränke und Tiertränke allgemein für den Garten nochmal zwei Untersetzer geholt. Man kann sie zurzeit nicht genug haben. Wenn ihr einen eigenen Garten habt, seht bitte zu, füttert und gebt den Vögeln nicht nur was zu fressen, gebt denen auch was zu trinken, beziehungsweise nicht nur den Vögeln. Verteilt auf der Wiesenfläche mehrere von diesen Untersetzer oder irgendwas in der Art, wo die Tiere draus trinken können. Es kommen Igel her, es kommen andere Kleinsttiere her, die dankend diese Tränkstellen in Anspruch nehmen. Und diesbezüglich habe ich nochmal zwei genommen. Die runden hatten sie nicht mehr, aber die eckigen tun es auch. Sind schön tief. Also da kann man viel Wasser reinmachen. Und ganz wichtig ist, verplatziert hier ein, zwei Steine rein, dass für den Fall, dass einer der kleinen Tiere doch mal hier reinlandet, dass sie dann auch wieder ohne Probleme rauskommen aus dem Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur so hinstellen, sondern platziert da auch ein paar Steinchen rein, damit die wirklich eine reelle Chance haben, zur Not wieder aus den Schüsseln rauszukommen. Dann habe ich das hier für unseren Pool geholt. Das sind Flock-Kartuschen. Wir hatten früher mal einen ganz, ganz großen Pool. Der war hier beim Haus mit dabei. Der ist allerdings kaputt gewesen auf Dauer. Hat irgendein Vorbesitzer oder Nachbar oder whatever, als das Haus hier geräumt worden ist, aufgrund dessen, weil die Mutter verstorben war, haben sie so einiges an Blödsinn gemacht. Das haben wir im Nachhinein dann erst gesehen. Da hat irgendein Schlaumeier in den Pool Löcher reingemacht. Wir haben sie zwar immer versucht zu flicken, aber auf Dauer ging es einfach nicht mehr. Und da haben wir uns dann davon getrennt und einen Steckpool gekauft. Ich habe aber mit diesen Kartuschen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die dienen halt dazu, dass Algen und Co. geflockt werden. Und wenn ihr so eine schöne Poolpumpe habt, dass die auch wirklich rausgefiltert werden. Und das finde ich richtig super bei denen. Und deswegen sind die hier einmal mitgekommen. Dann habe ich das hier geholt. Das ist so ein Tester, woran man halt den pH-Wert und sowas sehen kann, ob man nachchloren muss oder was auch immer. Ich mag diese flüssigen lieber wie die Teststreifen. Es gibt natürlich auch diese Teststreifen, die hält man nur rein, legt sie zur Seite und guckt. Aber ich habe bessere Erfahrungen oder wir haben halt bessere Erfahrungen hiermit gemacht. Die Tabletten bekommt ihr teilweise auch noch einzeln nachzukaufen. Also ihr braucht nicht immer das gesamte Set, sondern wirklich nur dieses Zubehör als Set dann. Und anhand dem von der Farbskala könnt ihr dann ablesen, wie weit der pH-Wert oder Chlorwert passt, weil man muss ja ein bisschen aufpassen. Es ist sonst nicht ganz ohne, wenn man im Pool geht und man hat zu viel Chlor drinne oder zu wenig Chlor drinne. Und dafür sind diese Messgeräte, Ablesegeräte richtig praktisch. Dann haben wir das hier geholt. Unser Junior liebt Monopoly in zig Varianten, Variationen. Und ihr werdet lachen, was ich vorher mal gelesen habe. Ich weiß nicht, warum ich nicht lesen konnte. Ich habe immer Detektor gelesen, das heißt aber Decoder. Frag mich nicht, wie ich immer auf Detektor gekommen bin. Und ich habe immer gedacht, so, ja, dann hältst du das Geld vor, dann piept das irgendwie. Weil es geht hier in diesem Spiel, falsches Spiel, findet das Falschgeld und werde reich. Und ich habe das eine ganze Weile nicht geschnallt. Unser Jüngster hat es aber geschnallt. Hat immer gesagt, Mama, das liest du falsch. Habe ich auch falsch gelesen. Ne? Sondern es ist hier auf diesen Scheinen so ein Hologramm. Und das kannst du mit dieser Lupe enttarnen. Und daran erkennt man dann halt, ob es Falschgeld ist oder nicht. Ne? Man hat hier, das siehst du hier als Beispiel, auf den Karten immer so ein Hologramm. Und wenn das Hologramm so eine Maske bei dem Zylinder mit aufweist, dann ist das eine Fälschung. Und hast du das nicht, dann ist es das Original. Das ist jeweils auf den Geldschein mit drauf. Ne? Das ist die Lupe hier, die das Ganze enttarnt. Und ich bin mal gespannt. Hier sind auch Metallfiguren, sehe ich gerade schon mit dabei. Diese Spiele sind ja sonst sehr, sehr teuer. Und die haben jetzt, glaube ich, gekostet, jetzt muss ich überlegen, 8 €. Ich glaube, so in dem Dreh. Und wie gesagt, unser Jüngster, der liebt Monopoly-Spiele in allen Varianten und Variationen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Kind Monopoly gehasst, wie die Pest. Kann auch daran liegen, dass ich nicht so wirklich oft gewonnen habe. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und das ist halt auch teilweise das Original sehr, sehr lange dauert mit dem Spielen, wenn man bedenkt, Hotel und Haus und ne, was du da alles bekommst. Und das zieht sich dann doch
recht lange hin, bis man wirklich so irgendwo ihr Ziel erreicht. Die neuen Spiele sind ja nicht mehr so langwierig, aber das original alte Spiel, das haben wir auch noch, das zieht sich und irgendwie habe ich mit ADHS nicht wirklich die Geduld, das Spiel dann wirklich bis zum Ende durchzuspielen. Ja, und ich war und bin eigentlich nicht so ein Fan, aber die neuen Spiele machen wirklich Gaudi, gerade weil sie dann andere Herausforderungen mit haben. Wir haben fünf, sechs verschiedene Varianten davon, von Monopoly. Und unser Jüngster liebt es einfach. Der liebt das wirklich. Der war eigentlich noch gar nicht in dem Alter, wo man hätte Monopoly spielen dürfen können, aber er hat es mitgespielt und er liebt es. Dann habe ich noch was geholt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, die sind dunkler als wie was ich habe. Und zwar Verdunklungsvorhänge, weil ich habe das große Problem, das ist zum Beispiel auch ein Teil von ADHS, ich bin sehr lichtempfindlich, beziehungsweise wenn es bei mir in nachts nicht richtig dunkel ist oder nur irgendwo Lichtschein ist, kann ich nicht schlafen. Es ist wirklich ganz extrem. Ich merke es, sehe es, spüre es und dann ist bei mir nichts mehr mit Schlafen. Wir haben zwar Verdunklungsvorhänge bei uns im Schlafzimmer, aber das war noch eine von den etwas älteren Modellen. Da scheint die Sonne trotzdem durch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, man konnte es natürlich nicht ganz ausprobieren, aber hierhinter sind halt, ist so, ne, ihr könnt das sehen, schwarz abgesteppt. Der Stoff und hier vorne ist halt dieser Dekostoff. Sehr dick. Das haben die Vorhänge von IKEA nicht. Die sind zwar dick, aber haben hinten keine Verdunklung. Ich muss sie mir natürlich noch mal umnähen jetzt vorher, bevor ich sie aufhängen kann. Also ich muss das noch mal in Ruhe ausmessen. Die haben jetzt eine Länge von 1,40. Ich muss noch mal in Ruhe ausmessen, inwieweit ich das dann noch umbügel. Hier gibt es zwar so ein Bügelkrepp, aber ich denke mal, ich werde es mir umnähen, weil ich mit diesem Bügelkrepp nie so wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. Spätestens dann, wenn ihr die Gardinen wäscht, löst sich dieses Crepe meistens. Also ich habe es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass es wirklich so gehalten hat, wie es soll. Und von daher denke ich mal, jetzt fällt mir gerade die letzte Gardine um, ist es das Beste, dass ich das richtig reell umnähe. Ihr habt in einer Packung immer einen Schal, deswegen habe ich hier vier Stück, ne, für zwei Fenster. Und ich bin erstmal gespannt, inwieweit es wirklich die Sonne nicht mehr durchscheinen lässt. Gerade im Sommer, wenn man früher ins Bett geht und so, hat man doch oft noch die Sonne draußen scheinen und es ist mir dann einfach zu hell, weil ich brauche wirklich Dunkelheit bei mir im Schlafzimmer. Ansonsten habe ich keinen erholsamen Schlaf. Das ist morgens nicht anders, wenn die Sonne schon früh da ist und die ist ja um 4 Uhr, geht das ja los. Dass es bei uns schon hell wird, da finde ich nicht wirklich Ruhe. Und das werde ich morgen mal ausmessen, dann werde ich versuchen, das umzunähen. Das wird auch noch ein Akt für mich. Und dann bin ich gespannt und hoffe einfach mal, dass ich jetzt welche habe, die wirklich ein bisschen mehr dunkel machen, als wie die, die jetzt bei uns an den Fenster hängen. Das hier war übrigens auch nicht so einfach ranzukommen. Es gab hier auch noch ein Schlichtgrau, aber ich wollte gern was mit Muster haben. Schön ist das mit Ringen. Die gibt es auch mit den normalen zum Einhaken in der Gardinenschiene. Die waren auch im Angebot. Das war aber auch wieder, wie gesagt, so ein bisschen kompliziert, daran zu kommen. Gut, ich habe auch ein bisschen lange überlegt, gebe ich ganz ehrlich zu. Die waren oder sind recht schnell weg. Also wenn ihr die sucht, ich weiß nicht, ob die noch da zu haben sind oder so. Ihr müsst wirklich gucken. Und das Problem ist wirklich, vier einheitliche dann zu bekommen oder zwei einheitliche. Je nachdem, was ihr braucht. Es ist wirklich ein sehr beliebtes Produkt. Das nächste Produkt ist auch zum Sonne abhalten. Und zwar habe ich zweimal dies hier geholt für Auto, damit das nicht immer so aufheizt. Das macht die vorne an der Frontscheibe. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig sehe, von innen wird das befestigt. Ja, genau, von innen legt ihr das rein. Hat irgendwie auch Saugnäpfe mit dabei, wie es aussieht. Hier vorne sieht man das. Und hält halt die Sonne davon ab, das Auto extrem aufzuheizen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch eine Zusatzfunktion hat, aber es kann sein, dass es dadurch, dass es reflektierend ist, noch mehr die Sonne davon abhält. Aber irgendwie sollen hier, glaube ich, sind hier Saugnäpfe oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf dem Bild vorne sieht es so aus. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe es jetzt auch noch nicht ausgepackt. Ach doch, hier mit Saugnäpfen zur Sicherung.
steht hier extra. Also abgemessenes Maß, schützt gegen Wärme und Sonnenlicht, reflektierende Alufolie, einfache Installation. Saugnäpfe sind mit dabei. Einmal für uns und einmal für unseren mittleren. Für sein Auto, dass er das nämlich auch so ein bisschen vor Sonne schützen kann und besonders vor der Wärme. Das nächste Produkt hat auch ein bisschen was mit Wärme zu tun, also allerdings nicht für uns Menschen, sondern eher für unsere Katzen. Ja, und einige werden jetzt sagen, brauchen Katzen einen Pool? Natürlich gehen die da nicht rein und planschen. Also ist ja nicht wie bei Hunden. Aber auch Katzen spielen gerne, wenn es heiß ist, so ein bisschen mit Wasser. Und das soll einfach nur so ein bisschen als Abkühlung für die Pfoten sein. Der Pool hat 2 Euro oder 3 Euro gekostet, also war auch nicht teuer. Hat einen Durchmesser von 30 cm, eine Höhe von 10 cm. Innen drinnen ist es schimmernd, also der Boden, der glitzert. Und es sind so 3 Spieltierchen mit dabei, die halt im Wasser schwimmen. Und ja, ich habe schon Katzen gesehen, die damit wirklich intensiv gespielt haben. Und das ist eigentlich auch so der Hauptzweck, dass sie so ein bisschen feucht machen. Also sie werden da nicht reinspringen und durch die Gegend schwimmen wie ein Hund. Sollen sie auch gar nicht, sondern das dient wirklich einfach nur so ein bisschen zur Erfrischung. Können sie in eins natürlich auch zum Trinken benutzen. Und ich bin mal gespannt, was unsere 3 sagen, weil ich weiß von 2, die gehen auch gerne am Wasserhahn und spielen da mit ihren Pfoten. Und mal schauen. Ein kleines Experiment. Wie gesagt, war ja nicht so teuer. Ne? Also hätte es jetzt über 10 Euro oder so gekostet, hätte ich es auf keinen Fall gekauft. Aber für 3 Euro, denke ich mal, kann man das mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich 2 Kandidaten oder 3 Kandidaten habe, die es auf jeden Fall mit ihren Pfoten mal ausprobieren werden. Ich bin mal gespannt. Das Schöne ist einfach, es ist ein Pool, den man A, selber aufstellen kann ohne Probleme. Also ihr müsst da nichts aufbauen und er geht auch nicht so schnell kaputt, weil er eigentlich so ist wie diese Hunde-Pools, ne? Nur in Miniaturausführung. Dann ist diese Schüssel hier mitgekommen, die fand ich schön für Salate. Ich finde die toll. Die gefällt mir von dem Motiv her. Guck mal. Das ist so bläulich, blau-lila. Ne? So. Und hat einen süßen so ein süßes Vogelmotiv mit drauf. Und das als Salatschüssel so für draußen oder drinnen. Wobei unsere Terrasse müssen wir erstmal sanieren. Da waren die Ameisen fleißig am Ackern. Aber das finde ich schön. Das gefällt mir. Ein bisschen was Schönes für den Tisch. Kunststoff. Was ich praktisch finde, weil Glas und sowas alles durch Hektik und sowas fällt das ja gerne mal runter. Und das ist ein bisschen robuster. Aber ich fand das Motiv auch wirklich einfach nur richtig schön. Das gefällt mir einfach. 25 cm Durchmesser hat sie. Da kann man natürlich auch noch andere Sachen reinmachen, wie Salat, ne? So Chips, alles Mögliche. Und es sieht sehr dekorativ aus. So, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich muss gleich mal einen Teil wieder vom Tisch räumen, weil sonst wird das Ganze hier so ein bisschen wieder voll. Dann habe ich hier noch einen Schlafanzug gefunden. Auch 158 und bis 164. Und wie gesagt, die sind begehrt. Also wenn ihr die sucht, ihr müsst da wirklich akribisch suchen. Dann habe ich das hier mitgenommen. Und zwar ist es ein Tablet-Halter fürs Auto. Weil ja, auch unser Jüngster, wenn wir längere Autofahrten haben, ab und zu mal gerne das Tablet mitnehmen, aber nicht nimmt, beziehungsweise hat ein eigenes Amazon-Tablet, wo man aber die Zeiten einstellen kann, wie lange er dran sein darf. Und damit das nicht immer eine ungesunde Haltung von sich gibt, ne, man neigt ja dazu, dass man nach vorne dann guckt und so einen Katzenbuckel entwickelt, finde ich das nicht schlecht. Das kann man an den Rücksitz des Autos festmachen und somit hast du eine aufrechte Haltung, guckst einfach aufrecht aufs Tablet. Da eignet sich dieser Tablet-Halter sehr, sehr gut. Und deswegen ist der mitgekommen. Dann habe ich was geholt, darüber freue ich mich mega. Weil, ich denke mal, das geht nicht nur mir so. Und diejenigen, die das nicht meinen oder anders behaupten, den glaube ich jetzt mal nicht. Ihr kennt ja Strohhalme, ne? Und die meisten Strohhalme sind ja nicht mal aus Kunststoff. Die sind ja aus Stroh, aus Papier, aus allen möglichen Materialien. Gut, es gibt auch Glasstrohhalme und sowas alles, aber die sind jetzt auch nicht gerade so der Renner, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es ja diese Becher, wo ihr teilweise schon Strohhalme mit dran habt. Und ich liebe diese Strohhalme.
Ja, die kann man nämlich auch öfters verwerten. Das sind jetzt nicht diese typischen Kunststoffstrohhalme wie früher, die man weggeschmissen hat, sondern das sind welche, die man dann immer wieder benutzen kann. So, und Action hat diese in Packungen. Also in Ausführungen, wo ihr 12 Stück jeweils drin habt. Einmal in Blau, einmal in Gelb-Weiß und einmal in Grün-Weiß. Und als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, ja. Und das Schöne ist, ihr könnt sie auch in die Spülmaschine packen. Und sie sind immer wieder verwertbar und angenehmer wie alles andere, was ich bis jetzt ausprobiert habe. Ich mag auch diese Silikonstrohhalme nicht, weil die irgendwann einen richtig ekligen Geruch an sich nehmen, obwohl man sie sauber macht. Aber ihr könnt mir ja auch gerne mal schreiben. Ich bin jetzt mal neugierig, welche Strohhalme liebt ihr oder bevorzugt ihr gerne? Aber ich bin so happy, als ich die gesehen habe, weil auch ich ab und zu mal gerne ein Getränk im Sommer mit Strohhalm trinke. Es ist nicht nur eine Kindermacke, aber unser Jüngster freut sich halt auch mega, dass er dann wieder mal Strohhalme hat und sowas alles. Ab und an trinkt man dann doch mal gerne Getränke mit Strohhalm. Und wie gesagt, die man sonst bekommt, sind nicht so wirklich das Nonplusultra. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden, wo ich wirklich sage, das ersetzt den normalen Strohhalm. Und darum ist das mitgekommen. Dann habe ich einmal das hier mitgenommen. Und zwar für die Küchenreiniger. Ich bin von den anderen begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie riechen sehr angenehm, sie machen auch wirklich sauber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das für die Küche ist. Soll ja hier, ne, für Abzugsdunsthaube, für Herd und alles Mögliche sein. Soll auch Fett wegmachen, soll frisch nach Apfel riechen. Aber der Geruch ist ja nicht das Einzige. Und die anderen haben gut geholfen. Dann bin ich mal gespannt, ob das bei dem auch so sein wird. Und wo wir so gerade beim Putzen sind, habe ich diese Bürste. Die haben momentan sehr viele interessante und praktische Reinigungsbürsten. Und ich hoffe mal, das kommt bei uns. Ich liebäugle mit was, was es sonst sehr, sehr teuer nur zu kaufen gibt im Pferdeladen. Das Schöne ist, wenn man dann Sachen sieht, wo ich denke so, als Pferdebesitzer bezahlst du echt ein Schweinegeld dafür und bei Action kriegst du das für kleines Geld. So, mehr verrate ich noch nicht, aber das möchte ich sehen und hoffe, ich hoffe einfach mal, dass ich das da auch bekommen werde. Das kommt aber dann später. Ich habe jetzt erstmal diesen Putzbürstenstriegel mitgenommen. Ne, den könnt ihr in der Hand nehmen und dann wirklich reell so schrubben. Gibt es in 2 verschiedenen Farben. Kann man für Badezimmerfliesen und sowas sehr gut nehmen oder halt, wenn ihr mal einen Teppich habt zum Saubermachen, weil ihr das vernünftig greifen könnt und auch vernünftig Druck ausüben könnt. Und deswegen ist diese Bürste mitgekommen. Dann habe ich mir einmal diese Bodycreme geholt. Mit Rary Berry. Soll nach Beeren riechen. Wow. Okay, das tut sie auch. Und zwar nicht unangenehm, sondern sehr angenehm. Sie ist nicht farblich gefärbt. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt ja auch welche, dann habt ihr sie auf einmal pink, aber die ist normalfarben. Riecht sehr, sehr lecker nach Beeren. Die habe ich jetzt einmal geholt, weil ich brauche immer mal wieder. Ich habe extrem trockene Haut und ich habe schon so viel ausprobiert und irgendwie noch nicht wirklich das Passende gefunden. Dann habe ich was geholt, was zurzeit ja sehr, sehr wichtig ist. Erinnert mich an die andere Creme von, mir fällt der Name nicht ein, mit Havanna, Havaiana. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten muss ich das nachher mal raussuchen, dann schreibe ich euch das mal auf. Ich bin mal gespannt, ob die genauso sein wird. Sie hat jetzt nur 30 SPF. Die andere ist 50, die ich sonst benutze. Hoffe aber immer trotzdem, ne, dass das ausreichend ist. Beziehungsweise wir sind ja nicht mehr schneeweiß, sondern irgendwann hat man ja so eine gewisse leichte Bräune schon vorhanden. Und ich bin auch kein Mensch, der stundenlang in der Sonne rumbrezelt. Sondern bei mir geht es einfach hauptsächlich darum, wenn man dann mal irgendwo unterwegs ist oder so und dann doch mal in der Sonne rumläuft, dass man sich da nicht gleich sofort einen Sonnenbrand zuzieht. Hat natürlich die Voraussetzung, wie bei anderen Sonnencremen auch, ne, UVA, UVB und sowas alles. Und wie gesagt, die höchste Stufe von denen ist jetzt 30, leider nicht 50. Aber ich denke mal, sie wird ihren Zwecken erfüllen. Und erinnert mich halt sehr stark an die andere, die etwas teurer ist. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Den hat meine Mutter schon, als ich Kind war, mir immer raufgeschmiert. Dieser Duft, der ist so, ne, bekannt. Und bin mal gespannt, ob die genauso ist oder nicht. Dann habe ich was geholt, was man bei der Jahreszeit natürlich auch verhäuft braucht. Und zwar Deos ohne Aluminiumsalze. Das hat seine Gründe. Ich bin kein Fan von Aluminiumsalze, auch wenn sie
antitransparent sind und hast du nicht gesehen, aber sie sind halt auch massiv in Verruf und Brustkrebs in unserer Familie ist kein ungeschriebenes Blatt und ich muss es nicht provozieren und diesbezüglich kaufe ich keine Deos mit Aluminiumsalze, sondern immer ohne. War im Angebot von CD, soll auch nach Apfel riechen, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Habe ich zweimal diesen hier genommen und für unterwegs, einmal weil es eine schöne kleine handliche Flasche ist, diesen mit Pumpspray. Das ist das gleiche, halt nur mit Pumpspray. Ne? Also ihr müsst, hier seht ihr das, ein bisschen pumpen, nicht mit Treibgas. Habe ich mir das jetzt für unterwegs noch genommen, einfach weil ich das zur Not auch mal im Auto lassen kann, ohne Angst haben zu müssen bei 40 Grad, dass die Dose sich dann irgendwann verselbstständigt. Das kann nämlich ganz schnell passieren, da müsst ihr wirklich aufpassen. Lasst keine Deos oder sowas mit Treibgas in eurem Auto, könnte eine unschöne Folge haben. Und dass ich das halt nicht habe und es getrost eventuell auch mal vergessen kann, das im Auto liegen zu lassen, habe ich mir nochmal diese Ausführung geholt, weil da gehe ich immer auf Nummer sicher. Dann habe ich mir nochmal Wäscheparfüm geholt und zwar diesmal ein ganz anderes. Ihr wisst ja, ich experimentiere so momentan, wie ich ein bisschen Duft an die Wäsche bekomme. Mag auch eine Macke sein, gebe ich ganz ehrlich zu. Es gibt ja sonst immer diese Duftperlen und es gibt ja auch Wäscheparfüms in verschiedenen Varianten, Variationen. Die einen, die ich jetzt ausprobiert habe in dieser weißen Flasche, kann ich euch jetzt schon sagen, kann ich euch empfehlen. Die duften sehr, sehr gut. Sie duften nicht zu intensiv. Sie haben immer so einen leichten Hauch. Also einen leichten Hauch an der Kleidung, wenn ihr sie anzieht und sowas alles. Und dann habe ich diese jetzt hier gesehen von Fabulosa. Das ist ja diese, ich glaube, das ist eine Eigenmarke oder so von Action, könnte man fast sagen. Und weil ich mit den Reinigungsmitteln und sowas alles, ich weiß, toller Zusammenhang, total zufrieden bin, habe ich mir mal gedacht, weißt du was, dann probiere ich jetzt auch mal das Wäscheparfüm von Fabulosa. Das war vor 2 Wochen im Angebot. Aber ist vom Preisverhalten, vom Preis her auch nicht teuer. Ich bin mal gespannt, wie intensiv es riecht und wie lange der Duft anhält, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Meistens riecht es nach der Wäsche richtig schön und dann habt ihr es 2, 3 Tage im Schrank oder so und es riecht gar nicht mehr. Wo man sich so denkt, so, schade. Dann ich suche was, was ruhig ein bisschen länger im Stoff drin ist, wo man es noch ein bisschen nachempfinden kann, damit man nicht das Gefühl hat, ja, frisch gewaschen und das war's dann. Könnt ihr natürlich auch einen Wäschetrockner benutzen. Ich werde es jetzt überwiegend halt nur in der Waschmaschine benutzen und bin schon gespannt. Hier sind drinne 250 Milliliter und sollen mit ein bisschen Granatapfel und sowas sein. Also zumindest sehe ich das hier auf dem Bild. Langanhaltend. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das mit den weißen Flaschen, das kann ich euch schon empfehlen. Also das hält wirklich super und da bin ich natürlich gespannt, wie es dann bei denen sich verhalten wird. Jetzt bin ich richtig happy. Ich habe noch mal Glück gehabt. Manchmal hat mir das Problem, dass wenn was im Angebot war oder eine Weile im Sortiment ist, dann kriegt ihr das nicht mehr. Ich habe noch mal 3 von diesen wunderschönen Schalen bekommen, wo es auch ein passendes Geschirr zu gibt. Und zwar mit diesem etwas leichten Dschungellook. Einmal mit Palmen. Dann mit Animal Print. Moment, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die vorsichtig auseinanderkriege. Wollte gerade nicht. Einmal mit Animal Print und einmal mit dem Leoparden drauf. Da habe ich mir ja schon mal 3 Schalen geholt und da habe ich mich ja selbst geärgert und gesagt, warum habe ich nicht gleich nochmal 3 geholt, wie ich dann so bin, ne? Und hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben oder ich habe mir schon gedacht, so, wenn ich Pech habe, kriege ich es nicht mehr. Bei der einen Filiale hatten sie nämlich gar nicht mehr. Dann bin ich aber bei der anderen gewesen und habe gedacht, oh Gott sei Dank, ich habe sie noch gefunden. Ich finde das einfach schön. Es ist nicht bunt, aber es hat was, was Elegantes, was Schönes. Mir gefällt das, ne? Mit diesem Schwarz-Weiß sieht das einfach schön aus. Und dass man so 3 verschiedene Motive hat und nicht alles einheitlich, macht das Ganze nochmal besonders. Und wie gesagt, es gibt Teller davon, es gibt große Teller, kleine Teller, große Schüsseln gibt es da auch noch von. Ich habe jetzt aber diese genommen, weil man die gut als Bowl-Schüssel, als Müsli-Schüssel, als Snackschüssel benutzen kann. Und sie sind einfach ein Augencatcher. Ich finde das richtig schön, das Motiv. Das spricht mich an. Ich finde das herrlich. Also es gefällt mir. Ich bin richtig, richtig schockverliebt da drin. Einfach nur schön. So, weiter geht's. Dann haben wir diese neu entdeckt bei Action. Und zwar Mr. Brownie. Auch welche mit dunkler Schokolade, aber ich glaube. Ach nee, doch, da.
Wollte gerade sagen, die sind, glaube ich, schon alle weggegessen, aber hier sind sie noch. Einmal mit weißer Schokolade und einmal mit dunkler Schokolade und Smarties mit drin. Die schmecken richtig lecker. Kann ich euch bestätigen von unserem Junior. Der hat sie nämlich schon fleißig gegessen. Weiße Schokolade jetzt noch nicht, aber die hat er so weggeschlafzt. Sind fluffig, sind klein. Leider jetzt nochmal eingepackt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber so für unterwegs und sowas, die so mitzunehmen, sind die richtig praktisch. 8 Stück sind jeweils in den Tüten drin. Und sind, glaube ich, soweit ich das erkennen konnte, neu im Sortiment. Und wie gesagt, schmecken richtig gut. Dann haben sie wieder was im Sortiment, was mich mega freut. Ich hatte ja erst Bammel gehabt, dass sie es nicht mehr haben. Aber Leute, sie haben es wieder in ihrem Sortiment. Und ich hoffe jetzt auch mal für länger oder für immer, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass sie Nagerfutter haben ohne Getreide. Gerade für Meerschweinchen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie kein Getreide in ihrem Futter haben. Weil es ist immer noch ein Irrglaube. Und ja, die meisten Futter haben immer noch Getreide im den Tüten mit drinne, was aber absolut nicht gut für die Meerschweinchen ist. Und ganz neu mit dabei ist dieses Sorte, und zwar ist das, jetzt muss ich gucken, Rotklee-Mix mit Spitzwegerich. Das ist ganz neu, ne? Das sind richtig reine Kräuter. Deswegen habe ich auch ein paar mehr genommen, weil ich mir nicht sicher bin, wie lange sie das jetzt im Sortiment haben werden. Und bevor es ratzfatz wieder weg ist. Außerdem haben die das hier auch neu. Und zwar Apfel-Bananen-Mix, so Bananenchips mit getrockneten Äpfeln. Und sowas lieben unsere Meerschweinchen. Das habe ich auch zweimal mitgenommen deswegen. Denn das hier ist zum Beispiel das Futter, was ich als erstes entdeckt hatte. Und unsere Meerschweinchen lieben es. Sie fressen es total gerne. Das ist dieses Futter, Hauptfutter, ne, mit Paddles, mit Möhrchen, mit ein paar Löwenzähnen mit dabei, Apfelstücke sind auch mit da drin und das wird so weggemümmelt und diese beiden Sachen sind ganz neu jetzt mit im Sortiment und wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass sie das länger jetzt im Sortiment haben, weil auch das wird von unseren Meerschweinchen total gern gefressen, gerade das mit dem Klee und dem Spitzwegerich. Ich freue mich einfach, dass es jetzt die Sachen gibt, gerade weil sie ohne Getreide sind und das ist sehr, sehr wichtig für Meerschweinchen. Dann haben wir nochmal so einen Gürtel geholt. Ja, nochmal. Ich hatte die nämlich schon mal woanders gekauft und die sind richtig praktisch auch für Kinder. Die sind elastisch und sie sind nicht lochgebunden. Das heißt, man kann auf der Schnelle diesen Gürtel zumachen. Und wie gesagt, praktisch ist halt auch, dass er elastisch ist. Dadurch passt er auch Kindern perfekt. Hier steht jetzt Men, aber kann man auch ohne Probleme ein Kind mit angeben. In der Farbe Blau gibt es auch ein Schwarz und ein Grau. Wir haben es aber in Blau ausgesucht. Dann habe ich diese zwei kleinen Bilderrahmen mitgenommen. Ihr kennt von dem letzten Haul noch die anderen, die haben sie leider nicht mehr. Unser Junior hat sich nämlich mal so Fotostreifen ausgedruckt bei Rossmann. Und dazu möchte ich gern passende Bilderrahmen haben. Und ich habe festgestellt, dass jetzt noch zwei Motive übrig sind und zu groß im Bilderrahmen, da sieht das ein bisschen verloren drin aus. Leider Gottes, wie gesagt, haben sie nicht mehr die anderen, aber ich hoffe mal, das wird bei denen hier auch gut aussehen. Sind vom Stil her identisch, also von der Farbe zumindest her. Und wenn das so ein bisschen im Zimmer verteilt, denke ich mal, passt das super zusammen. Und deswegen sind diese beiden kleinen nochmal mitgekommen. Dann habe ich einmal diese Einlagen noch geholt für ein paar Schuhe für unseren Jüngsten, damit er so ein bisschen besser drin laufen kann. Die sind extra dick, beziehungsweise sollen halt haben so ein Soft, also wenn es warm wird, ne, passt es dem Fuß an. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagen wird und ob er die gerne tragen möchte, gerne benutzt oder nicht. Ist ja auch immer so eine Sache. Ja, dann sind die üblichen Verdächtigen mit dazu gekommen. Und zwar die M&M's Brownie haben wir einmal geholt. Dann habe ich einmal Krepppapier geholt und zwar haben viele von euch mir diesen super Tipp gegeben fürs Sticken, dass man das mit Krepppapier abklebt. Ich habe immer die ganze Zeit überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht oder ist das jetzt sinnvoll auch für diese Sache. Aber es haben so viele mir diesen Tipp gegeben, den werde ich jetzt auch in Anspruch nehmen, damit halt dieses Gewebe, dass der Stoff sich nicht immer aufribbelt, weil irgendwann zieht er Fäden. Genau und ja, das ist natürlich nicht so praktisch, wenn der Kunststoff sich aufribbelt, dann hat man irgendwann das Problem, dass man dann an den Stickmotiv rankommt. Um das Ganze zu verhindern, klebe ich das jetzt ab mit Tape. Ich
Ich hoffe mal, das ist breit genug. Es gibt natürlich auch das ganz breite, das wollte ich jetzt aber nicht nehmen, weil ich denke mal, dann wird das zu viel Tape. Ich bin mal Die gespannt, wie es. breiten sind auch meistens teurer. Ja, nicht deswegen, aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, ich kriege das rumgefummelt. Ich zeige euch das Ergebnis dann. Drückt mir mal die Daumen, dass ich das vernünftig dran bekomme. Dann habe ich für unsere Großen dieses hier geholt. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich wirkt. Es soll Schuhspray. Schuhe wieder weiß machen. Also Turnschuhe. Steht hier. Das wäre Steht was hier. für Lenja, weil Ja. sie hat ja weiße Schuhe. Da bin ich mal gespannt, ob das hilft, weil unsere Große, wie gesagt, weiße Turnschuhe hat. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von weißen Turnschuhen. Die bleiben ja nicht lange weiß. Das ist das ganz große Problem. Nach einem Tag werden die schon Genau schwarz-weiß. so. Und das soll Farbpflege weiß sein. Ich bin gespannt, was sie sagt, ob es wirklich was taugt oder nicht. Ihr sollt das irgendwie drauf machen. Premium. Ja, mit Drei Schwamm Sterne. verteilen und ne, soll dann wieder den vergilbten Trekking-Schuh ein bisschen weißer werden lassen. Ich bin gespannt. Es sei denn, vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrung gemacht, dann schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, das ist eine kleine Überraschungskiste. Dann habe ich mir was geholt. Ich hoffe mal, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und Das zwar nennt man habe ich für eine, Kaffee. genau, Kapselmaschine, ja. Und diese Kapselmaschine, da gibt es ja natürlich Regale und irgendwelche Behältnisse und sowas. Das habe ich jetzt allerdings nicht. Und jetzt stapel ich die Kartons übereinander, neben der Kaffeemaschine, was auch nicht das Nonplusultra ist. Da habe ich bei Action das hier entdeckt. Und mir kam jetzt die Idee, dass ich die Kapselmaschine hier oben drauf stelle und hier unten drunter, wie man das hier im Bild schon sehen kann, die Tabs mit einbaue. Und wir können auch Tee dort reinmachen Ja, Tee hier. eigentlich bräuchte ich da nicht, weil ich das meiste, was ich hier reinmachen möchte, gerne das von der Kapselmaschine reinmachen will. Es gab auch noch ein anderes Motiv, das war natürlich pronto vergriffen, beziehungsweise war leider nur noch ein kaputtes da. Deswegen habe ich das jetzt mit den Kaffeebechern genommen, was allerdings auch sehr gut passt, finde ich. Weil wir trinken ja Kaffee. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob ich die Kapseln hier unten reinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall wäre das natürlich richtig genial, wenn das klappt. Dann hätte ich nämlich ein bisschen mehr Platz wieder in der Küche und ein bisschen mehr Ordnung in der Küche. Und drückt mir mal die Daumen. Ich werde euch das berichten, vielleicht auch ein Foto noch mit einbauen, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber auch das Schöne ist einfach, hier oben ist Glas und hier kann ich wirklich die Kaffeemaschine oben schon mal drauf machen. Auch wenn die dann vielleicht mal ein bisschen auslaufen sollte oder sowas, es geht mir nicht gleich ins Holz. Das ist ein ganz großer Vorteil und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Idee, die ich habe, sich so umsetzen lässt und dass es halbwegs oder dass mindestens eine Kaffeepackung hier reinpasst Das von den wurde nicht auch Kapseln schon in Action geholt. Das wurde ja bei dem anderen Action geholt. Das stimmt. ganz weit weg von Genau, uns. aber ich hoffe mal und drücke mir mal die Daumen, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle und dass ich das so einsortiert bekomme, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten ärgere ich mich wahrscheinlich nachher richtig, richtig. Das haben wir für unseren Junior geholt. Das ist so ein Tablet-Buchhalter fürs Bett. Also da kann er sich zum Beispiel Für mein bäuchlings, Tablet. genau, fürs Tablet oder halt, ihr könnt sehen, ne, auch ein Buch mit drauf machen und dann lesen. Ist sehr weich. Hier unten hat er eine Verstärkung. Das ist so ein Hier Faultier. unten ist es so hart für ein Tablet, dass es nicht so einsackt. Genau, das ist hier wirklich fest stabil. Also hier von da an bis dahin Hier, ist es das hier ist stabil. nämlich stabil gemacht worden. Und das ist eine Buch-Tablet-Stütze, was auch immer. Es ist ein bisschen mit Sand oder mit so einem Schwermaterial befüllt, damit es auch wirklich akkurat steht. Und plüschig. Und es ist plüschig, kann per Hand gewaschen werden. Gab es auch noch mit anderen Aber Tieren. nicht in die Waschmaschine, dann zerbricht das hier vorne, Und nämlich hier das hinten sehe ich Harte. gerade, ist auch noch so eine Tasche. Was könnte man dahin machen? Da könnte man Keine Sachen Ahnung. reinmachen, so Ja, Kleinkram. müsste man mal gucken. Auf jeden Fall ist das für unseren Jüngsten mitgekommen. Ist nicht so Für schwer, mein aber ist wie gesagt Tablet. schön stabil. Ich bin mal gespannt, wie es sich im Gebrauch Eigentlich hat macht. mein Tablet schon. So, dann habe ich mir das hier geholt. Hier steht zwar Organizer für Kosmetik, aber ihr wisst ja, ich mache Diamond Painting und sowas alles. Und hier kann man richtig praktisch auch seine Sachen reinmachen. Hier Stifte, oben sind so kleine Washi-Tapes. und zwei große. Genau. Oder kleine Diamond Painting Tüten, Zubehör und Schiffchen. Kann man hier mit reinbasteln. Und das fand ich richtig genial, als ich das gesehen habe. Das ist Bambus und hier vorne ist Kunststoff und insgesamt vier Schubkästen und deswegen ist das mitgekommen. Und wie gesagt, weil ich die Bedenken habe, dass ich das Futter nicht mehr bekomme, und das war ja das letzte Mal der Fall, da hatte ich ja nur noch eine einzige Tüte bekommen, habe ich jetzt ein bisschen Vorrat geholt. Brauchen tun wir das eh.
Und ne, deswegen habe ich, wie gesagt, mir hier schon 3 Tüten. Die anderen 2 Tüten mit dem Zusatzfutter habe ich jetzt 5-mal Futter. Und ich denke mal, das reicht jetzt erstmal eine Weile hin. Dass ich nicht nachher das Problem habe, dass es wieder ausverkauft ist und vergriffen ist. Es ist begehrt. Es ist wirklich sehr schnell weg. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, denke ich so, habe ich Glück, habe ich nicht Glück. Und darum sind jetzt ein paar Sachen von den Meer mitgekommen. Und ich habe schon welche weggebracht. Ja, und ich habe es nochmal getan. Ich habe nochmal so einen Becher geholt. Ich kann sie euch empfehlen. Die sind wirklich super. Die halten wirklich lange kalt. Dadurch, dass es doppelwandig ist, ihr kriegt einen halben Liter hier rein. Und die Farben machen einfach Freude. Ich habe jetzt einen... Der Strohhalm. Ich weiß, dass er andersrum gehört. Das machen viele falsch. Er macht jetzt gerade mal richtig, wie es richtig rumgehört. Weil der Ring gehört nach unten. Der gehört nicht nach oben. Der gehört nach unten, um halt zu verhindern, dass der Strohhalm nach oben wandert, wenn ihr ein Getränk mit Kohlensäure oder so habt. Dass der nicht so hoch geht und dann raus. Genau, dafür ist der. Jetzt will natürlich die Gummidichtung hier nicht drin bleiben. Mal das hier ab. Nee, das geht jetzt nicht ab. Lass uns mal erstmal so. Warte, machen wir jetzt. Zack, zack, zack. So, auf die Schnelle. Na, so ist der Becher. Sieht man auch. Aber wie gesagt, ich kann euch das wirklich empfehlen. Das hält wirklich eine ganze Weile kalt. Dadurch, dass es doppelwandig ist. Und ich habe den jetzt in lila, in türkis, oder? In dunkelblau. Ja, genau. Nee, warte mal. Lila, dunkelblau, stimmt. Und jetzt in türkis, in den 3 Farben. Und die Becher sind super. Die sind allerdings auch sehr, sehr schnell vergriffen. Dann haben wir zum... Da steht auch drauf, was man alles machen kann. Limonade, Wasser, Juice, Eiskaffee, Milkshake und... Dann haben wir zum Ausprobieren das hier geholt von Chupa Chups Sparkling Erdbeere Cream Flow. Ich habe das schon in orange Sort getrunken und das war super lecker. Und ich bin mal gespannt, wie das hier schmeckt. Das soll wie gesagt nach Erdbeere mit ein bisschen Sahne so schmecken. Das muss auf jeden Fall kalt getrunken werden, empfehle ich euch, weil kalt schmeckt das immer am besten. Und da bin ich schon gespannt, wie das schmecken wird. Das ist lecker. Dann habe ich mir dieses Kerzenglas geholt. Ich liebe Kerzen und ich mache mir das sehr gerne auch im Sommer gemütlich mit Kerzen. Und das fand ich richtig schön. Seht ihr das, wie das hier so diesen Effekt hat? Es geht so. Und ich dachte zuerst, dass die Punkte gehen so raus. Ja, ist so. Sah so aus. Und bin gespannt, wie das aussieht, wenn hier so eine Kerze. Ihr könnt ein Teelicht reinmachen. Ich mache auch teilweise so etwas halbhohe Kerzen rein. Sieht dann so aus, als wären dann viele Kerzen drin. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig schön. Ja, ich habe euch ja das mit dem Wäscheparfüm gesagt und hier ist noch eine andere Sorte, die ich da auch noch gefunden habe. Und zwar von Endless Sequent Second Booster. Und da bin ich mal gespannt, wie die Unterschiede sind. Dann habe ich nämlich jetzt 3 verschiedene Varianten und dann kann ich euch mal in Ruhe berichten, mit welchem ich am meisten zufrieden bin. Das scheint hier irgendwie so ein bisschen nach Beere zu riechen. Das hier muss irgendwie nach Blume riechen. Oh, das riecht jetzt schon sehr angenehm an der Flasche. Oh, und für mich ist... Das riecht auch richtig gut. Für mich ist halt auch wichtig zu sehen, wie lange hält das in der Wäsche an. Ich dachte, das ist ein Wäscheparfüm. Diese, wie bei Lenore, diese Dinger, die so kleine Punkte sind. Nee, das ist Wäscheparfüm und ich bin, wie gesagt, am meisten drauf gespannt, wie lange das an der Wäsche bleibt und duftet. Darum geht es mir ja hauptsächlich. Dann habe ich mir diese Becher geholt und zwar nicht zum so benutzen, sondern die haben eine andere Aufgabe. Welche werdet ihr bald erfahren? Das werde ich euch dann auch zeigen. Ja, einmal vielleicht auch für dich ein. Muss ich mal schauen. Aber die haben sonst auch noch eine andere Verwendung. Und welche, das erfahrt ihr in einem meiner kommenden Videos. So, und ich hatte euch ja gesagt, das mit den Bürsten und ich habe die euch ja in einem Video schon mal vorgestellt, in hellblau. Ich habe jetzt noch mal eine 2. geholt für mein Haus halt. Eine ist für einen Stall, für draußen und eine möchte ich jetzt hier für drinnen haben. Ihr habt hier 3 Funktionen dran. Ihr habt hier einmal so eine kleine Bürste, dann habt ihr die große Bürste, die ihr für Fellentfernung, Fusselentfernung, whatever nehmen könnt und ihr habt einen Schieber. Finde ich richtig praktisch. Wenn es feucht ist, kann man es einfach so wegschieben. Ganz genau. Oder halt für Dusche oder wenn ihr irgendwas mit nassem Wasser richtig sauber macht. Dafür ist es da. Hier seht ihr auch noch ein paar Beispiele. Und ich finde diese Bürsten von Action richtig super, denn die sind durchdacht, die funktionieren wirklich auch. Die sind richtig und weich. Und deswegen kam diese dann nochmal in rosa jetzt mit. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einen Verschleiß an Kabeln. Habe ich wirklich.
Das nervt mich selber. In unserem Auto liegen. Ich weiß nicht, was, warum, wieso, weshalb. Ständig verschwinden bei uns USB-Kabel aus dem Nichts. Und ich habe jetzt nochmal eins geholt, weil es nervt mich langsam. Das Schöne ist, es hat hier 3 Meter. Ich mag sowieso diese ganz kurzen Kabel nicht so besonders, weil da bist du wirklich an einem Punkt gefesselt. Im Auto geht es bei uns bis hinten. Ja. Ne? Und für mich ist es halt dann wirklich sehr wichtig, dass es halt eine gewisse Länge hat. Das hier hat 3 Meter. Es ist auch ein bisschen stabiler. Also drei Schritte. An den Anschlussstellen, wo es nämlich gerne mal einen Kabelbruch gibt. Und es ist insgesamt mit so einem Gewebe ummantelt, was ich praktisch finde. Und ich habe meinen jetzt wiedergefunden, weil einer war komplett weg. Ich habe ihn jetzt aber nochmal geholt. Einer war im Staubsauger. Ja, einer ist nämlich spurlos verschwunden. Da hatte ich erstmal die großen Rohr drin. Verdacht, aber war nicht so. Naja, jetzt habe ich mir nochmal einen geholt. Wurde die ganze Zeit durch ein Rohr geschleudert. Noch einen geholt, weil ich weiß nicht, irgendwie das und das, das verschwindet bei uns. Ich habe keine Ahnung, wer, wie, was. Und immer, wenn ich frage, ob es jemand gefunden hat oder genommen hat, heißt es generell, nein, haben wir nicht. Dann habe ich das hier einmal geholt. Und zwar mache ich damit ein Armband für unseren Jüngsten. Er liebt Armbänder. Und das ist eine richtig schöne Jungsfarbe, finde ich. Wobei ich bin nicht mit Jungs- und Mädchenfarben, bin ich eigentlich nicht so der Fan. Weil auch ein Junge kann rosa tragen, auch ein Junge kann lila tragen mit Glitzer. Und hast du nicht gesehen? Ein Junge darf Nagellack tragen, ein Junge darf sich schminken. Wir sind hier nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo das festgelegt ist, wer was wo darf. Es gibt nämlich keine Regel, dass rosa nur Mädchen tragen. Genau so. Und deswegen habe ich das jetzt genommen. Ich finde die Regenbogen auch schön. Seht ihr das? Das ist hier das richtig und herrlich. Leon auch mit. Das stimmt. Und daraus möchte ich auf jeden Fall Armbänder machen für ihn. Ich denke mal, darüber wird er sich freuen. Ich habe ja auch noch andere Armbänder. Genau, da haben wir noch eine ganze Menge Armbänder zu basteln. Dann habe ich einmal das hier geholt. Bei unserer Anbauwand ist ein Missgeschick passiert. Da ist irgendjemand was draufgeknallt und Holz hat dann eine Lückkante. Von unser Reader Board. Genau, und mich nervt das sowas von, wenn ich sowas sehe. Die PlayStation-Controller. Und das Loch werde ich verdecken. Dann fällt es mir nicht mehr auf. Dann geht es mir nicht mehr so auf den Kranz. Und dafür habe ich jetzt diesen Table Runner geholt. Der müsste vom Maß her hoffentlich passen. Und der bekommt dann halt an der Stelle eine Möglichkeit, diesen Cut im Holz zu verdecken. Dann habe ich einmal diese Kaubonbons geholt in 3-4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Apfel, Birne, Heidelbeer, Himbeere. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken, beziehungsweise wie sie sich kauen lassen. Weil es gibt ja auch so Bonbons, die steinhart sind. Da bin ich mal gespannt, was die sind. So, und dann habe ich diese hier genommen. Oh, die duften richtig schön nach Wald. Wenn es jetzt Duftvideos geben würde, ich würde es euch so gerne zeigen. Das riecht richtig schön nach frischem Morgenwald. Dass Handys so Duft reinmachen können und den anderen Handys das raus. Ich bin mal gespannt, wie sie riechen, wenn man sie anmacht. Die Farbe finde ich auch schon schön. Aber dieser Duft, der ist einfach nur wow. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe so Waldgerüche. Oh. Das ist einfach nur richtig, richtig, richtig ein schöner, angenehmer bei Duft. Hier hatten wir auch einmal. So, weiter geht's. Ich sag ja, es ist ein XXL-Video. Also wundert euch nicht. Wir haben nämlich mehr das alles aufbewahrt. Wir waren in mehreren Filialen. Genau, und es ist einiges dazwischen gekommen, weshalb sich das dann so gesammelt hat. Dann habe ich mir einmal eine Haarkur geholt. Für meine Locken, weil ich habe das Problem, im Sommer sind sie sehr, sehr strohig und trocken und ich bin mal gespannt. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Sie hat mich einfach mal angelacht und hoffe mal einfach mal. Die riecht angenehm nach Kamille. Warte. Oh. Und hoffe mal, dass sie mir hilft, weil Locken haben ein Problem. Sie neigen dazu, recht schnell auch trocken zu werden und brauchen dementsprechend dann halt auch ihre Pflege. Und da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht mir helfen würde. Ja, und ich hatte ja schon erwähnt, ne? USB-Kabel verschwinden bei uns irgendwie spurlos und das ist irgendwie bei uns verschwunden mit diesem breiteren Adapter. Ich habe keine Ahnung, wo es verschwunden ist. Das hier. Genau, und deswegen. Ja, beim Mamas alten Handy war der Anschluss. Ja, und ist einfach weg und Kids wissen nicht, wer es gewesen ist. Ja, und desbezüglich durfte wieder eins einziehen. Dann habe ich mir eine neue Handyhülle nochmal gegönnt, weil ich liebe diese Hülle. Dunkelblau. Genau, diesmal in dunkelblau. Ich habe noch eine Hülle braune. Ist gerade auch am Handy in schwarz. Genau, ich liebe die. Die sind günstig und die sind wirklich genial. Und die sind schön glatt. Das stimmt. Und halten wirklich einiges aus. Ja, ja.
Ihr seht, ne, ich hatte wirklich Angst, dass ich das nicht mehr bekomme. Und jetzt haben wir wirklich erstmal eine ganze Menge Vorrat. Mhm. Und damit werden wir auch eine ganze Weile... Das könnte einen Monat reichen. ...hinhauen. Hier ist nochmal das Meerschweinchenfutter. Unser Mittlerer brauchte eine neue Badehose. Die waren letzte Woche im Angebot. Da habe ich ihm eine mitgenommen. Die ist schlicht blau. Außer halt den Schriftzug mit Australien. Aber ich denke mal, das wird ihm nicht viel ausmachen. Weil er mag nicht so viel kling, kling, klang, klang, klung, klung. Oder viel zu bunt. Das kann er nicht leiden. Kann ich auch verstehen. Dann habe ich mir einmal so Glitzertape geholt. Das sieht richtig schön aus, finde ich, von den Farben. Waschi-Tape brauche ich ja immer. Von den und 15 mm mal 6 und 5 Meter ist auf jeden Fall drauf. Auf jeder Rolle, wenn ich das hier sehe. Ah, die Farben, die gefallen mir. Seht ihr das? Richtig schön am Schimmern. Das ist mitgekommen. Dann habe ich mir ein paar Armbänder geholt. Ich finde die richtig schön. Seht ihr das? Wir fahren ja nicht groß in Urlaub. Ja, das ist so geflechtet. Geflochten, genau. In Urlaub fahren wir ja nicht großartig, aber ich finde, sowas ist immer schön. Das gefällt mir. Das habe ich mir mal geholt. Dann habe ich von Hot Wheels für unseren Jüngsten das hier mitgenommen. Das bekommt er dann als Belohnung. Das hat Räder unten. Genau, das bekommt er als Belohnung, wenn sein Zimmer endlich mal aufgeräumt ist. Als kleinen Anreiz. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein Hotdog-Laden. Action. Beziehungsweise so ein... Hier ach, wie heißen die? Diaries? City. Action, genau. Und das ist jetzt City. Und da fliegt dann irgendwie so ein Hamburg-Patty raus. Trackbully, da baut man ja Strecken. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, es gibt noch einen anderen, aber das habe ich jetzt erstmal mitgenommen. Und das bekommt er dann. Und dann habe ich nochmal zweimal diesen Weichspüler mitgenommen. Wie duftet der? Fibris. Der duftet, glaube ich, nach, oh, nach Blume irgendwie. Riecht man von hier oben nicht. Riecht man da von oben nicht? Oder einmal aufmachen und riechen. Stimmt, riechen tut man es jetzt so nicht. Warte, aufmachen einmal. Wie gesagt, das war letzte Woche im Angebot. Gab es eigentlich auch ein Blau, aber Blau war irgendwie komischerweise komplett weg. Oder ich habe es doch gar nicht mehr gesehen. Oh, das riecht angenehm. Oh. Nicht so extrem, aber sehr angenehm. Und das sind zwei große Flaschen, 2 Liter voll. Und da hat man erstmal einen reellen Vorrat. Muss ich natürlich nur mal richtig zuschrauben. Und die beiden sind auch mitgekommen. Er hätte auch gerne hellblau noch genommen, aber irgendwie war es komplett vergriffen. So, als nächstes habe ich einmal eine Wasserpistole geholt, aus zweierlei Gründen. Wegen Pfötchen. Genau, einmal um unsere Katze abzuduschen, wenn sie mal wieder meint, unsere Vögel ärgern zu müssen. Sie hat jetzt auch so einen wunderschönen Vogelkragen von mir genäht bekommen und anscheinend scheint er sehr gut zu helfen, dass die Vögel halt wirklich sie gut wahrnehmen. Sie ist auch die Einzige, die so ein bisschen Stress macht in Sachen Vögel. Sie geht nämlich und auf den Berg und guckt dann die ganze Zeit hoch zum Baum. Genau. Und wie gesagt, ich habe das jetzt geholt. Einmal das für unseren Junior und einmal um unsere Katzen so Katze ein bisschen abzuduschen. Wenn die mal wieder meint, die Vögel massiv zu ärgern. Ich kann meinen Bruder damit abspritzen im Pool. Das stimmt. Und halt, wie gesagt, Katze zu ärgern, damit sie nicht immer die Vögel ärgert. Hier gleich ist und gleich. Das nächste vom Pool. Dann habe ich das hier geholt, weil, ja, wie es da mal so ist, ne? Wir haben eigentlich so einen, aber der Deckel war weg. Und ohne Deckel ist das ein bisschen blöd, wenn ihr da Chlortabletten oder so reinmacht. Das ist natürlich, der Deckel ist wieder aufgetaucht, aber jetzt habe ich einen nochmal als Ersatz für den Fall, dass es mal wieder passieren sollte, dass der Deckel wegkommt. Das hier kann aber auch das rein, war Verschwundibus. Dann habe ich. Das können wir auch im Pool benutzen. Dann. Genau, dann habe ich das hier nochmal geholt. Wir haben eins günstig mal gekauft auf dem Flohmarkt. Jetzt können wir aber auch mal zu viert spielen, was ich sehr praktisch finde. Und deswegen kam das mit dem Schläger auch nochmal dazu. Hat 2 Euro, glaube ich, gekostet. Am besten kann ich mit diesem Tennisball spielen als mit den Federn. Ja, das glaube ich. Hier ist das nächste. Dann habe ich euch ja gesagt, ich habe ein paar Sachen bei Teddy geholt. Und zwar habe ich einmal diese wunderschönen Stickers geholt. Die sind richtig schön, seht ihr das? Rosenstickers. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte noch, davon ist noch was von Teddy. Das ist auch von Teddy? Nee, das war nicht von Teddy, das war von Action. So. Dann habe ich mir für meine Magnete das hier geholt. Ich habe ja Magnete, die kleben ja immer aneinander, weil ich einfach so große Fächer habe. Da habe ich das jetzt entdeckt, das war im Angebot für auf 2 Euro reduziert, wo ich meine Magnete reinmachen möchte. Und ich habe bei Teddy, ich liebe Traumfänger, mir diesen Traumfänger noch geholt. Und der ist einfach ein Traum, seht ihr das? Ich kann ihn euch jetzt nicht ganz zeigen. Aber der ist richtig, richtig schön.
Und da werde ich morgen schön einen Platz am Fenster suchen. Und der gefällt mir einfach. Das ist ein richtig schöner Traum, Hier der ist noch was Traumfänger. von Tiki. Moment. Hier ist noch Washi-Tape für deinen Genau, Fenster. da habe ich mir das hier noch geholt, weil ich auch gerne diesen das schmale Washi-Tape nehme, um mir so ein Raster abzukleben. Da ist das auch noch mehr mitgekommen. Und dann Dann für habe ich mir das. fürs Sticken eine Dose nochmal geholt. Für Nadel und Genau, so. für Nagel und sowas, passend zu dem Bild, weil ich mache das nämlich gerne für jedes Bild so eine Dose. Gut, jetzt steht hier Mr. und Mrs., aber das ist nicht so relevant. Mir ging es eigentlich nur darum, die Größe von der Dose, und die ist nämlich richtig praktisch. Und passend auch zum Sticken für meine Nägel habe ich jetzt ein magnetisches Nagelkissen genommen, weil es ist eine Katastrophe sonst. Ich verliere ständig die Nagel, beziehungsweise sie fallen mir dann gerne mal weg. Und hier kann ich den Vorrat reinmachen und dann ist er gesichert und mir fallen die Nägel nicht immer weg. Und ich habe mir einmal dieses Washi-Tape noch mitgenommen, weil das richtig Ich schön ist. dachte Seht ihr das? zuerst, das wären diese Armbänder, die man einmal so auf den Arm klatscht und dann die dann zusammenrollen. Nee, das ist hier Dachte so ich ein zuerst, Regenbogen-Washi-Tape. Ich weil finde die die so Farben, dünn sind. das stimmt, ich finde die richtig, richtig schön. Und das ist dann auch nochmal von Teddy mitgekommen. So, dann geht es weiter bei Action. Ein Einhorn. Genau, dann hat unser Junior einmal das hier. Weil das so, bei den Großen, da klappt es so hier. Ja, nicht nur das, sondern es ist für ihn halt motorisch halt gut mit ADHS. Ich Ne, man färbe den auch kann noch in rosa. immer schön und hat ein schönes Maß zum Anfassen. Und deswegen ist das hier einmal mitgekommen. Und hier noch was Kleines. Genau, das habe ich nochmal geholt. Er hat nämlich einen Kettenanhänger. Die Kette ist nur kaputt gegangen. Und damit er das aber wieder tragen kann, das ist nochmal von Teddy, Da ist so ein habe blaues ich, Hufeisen mit genau, so blauen Kristallen. genau. Und dafür habe ich jetzt nochmal ihm das hier geholt, damit er die Kette wieder richtig hier tragen kann, weil das sonst immer ein bisschen schade ist. Ach, guck mal, hier, da haben wir nochmal diese Brownies. Wie gesagt, ich kann sie euch empfehlen, die schmecken richtig lecker. Richtig. Und sind auch ratzfatz weg. Und übrigens auch sehr schnell bei Action vergriffen. Also wundert Hier euch sind. nicht, wenn ihr sie da nicht findet. Warte. Dann war was im Angebot. Wir sind alle, einschließlich unserer Junior-Harry Potter-Fans. Und die waren im Angebot. Die sind übrigens alle wieder vergriffen. Also wenn ihr Pech habt und ihr geht dahin, werdet ihr sie nicht mehr bekommen. Schlüsselanhänger. Und das, dabei sind auch Sachen, die wirklich ratzfatz weg waren. Wir haben wirklich richtig Glück gehabt. Hier Einmal, passt genau hier, das ist ein ganzes Haufen. das Sechs stimmt. Stück. Einmal Hogwarts, ja, Hogwarts, ne? Nee, das ist von Nicht Hogwarts, ach, sag schon. Gryffindor. Danke. Gryffindor, das Wappen. Das war ratzefatz weg, da haben wir wirklich den letzten bekommen. Das ist von Harry der Stab. Dann haben wir Harrys Zauberstab, der war auch ratzfatz weg. Das war wirklich Glückssache, dass wir den noch bekommen haben. Den goldenen Den Schnaps. goldenen Schnatz, der war auch der letzte, der war auch ratzfatz weg, da haben wir auch den letzten bekommen. Dumbledores Stab. Das ist der Zauberstab von Dumbledore. Den haben wir bekommen. Dann haben wir den Besen von Harry. Den Nimbus 2000. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, von wem dieser Zauberstab ist. Ich weiß es Weiß nicht. ich auch nicht. Müssen wir mal googeln. Oder wenn ihr es wisst, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es Wenn ihr gerade das nicht. bei Action gekauft habt und das Ja, wisst. oder allgemein das wisst. So Harry Potter-mäßig bin ich nicht unterwegs, dass ich die Zauberstäbe jetzt auseinander kenne. Nee, dieses wurde Aber das. irgendwo in der Serie muss der gezeigt sein. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob der von Snape ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt mir das gerne in die Also auf Kommentare. jeden Fall nicht der von Voldemort. Der hat Der hat einen, einen der anderen. so Den haben, wellig ja, den haben wir ist. auch Ja. gesehen von Voldemort. Den wolltest du aber ja nicht. Weil ich mag ihn nicht. Das auf jeden Fall sind die Schlüsselanhänger, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Da werde ich aber auch ein paar nehmen und ein paar kriegt einfach auch unser Junior. Ne? Weil die sind richtig, richtig schön. Ja, damit kann man auch so simsalabim. Ja. Expelliarmus. Dann haben wir für den Pool so eine Poolhängematte geholt. Darauf freue ich mich. Aber unser Pool ist richtig kalt geworden seit dem re letzten Ja, ist ja Regen. kein Wunder. Es scheint ja auch keine Sonne. Ne? Einmal für den Pool statt Und normale nach 5 Minuten Schwimmmatte. Nee, wie heißen ausgegangen. die anderen? Luftmatratzen. Habe ich die hier Habe ich ja geholt? noch eine in unserem alten Pool. Ja, das stimmt. In der großen Halle. Ich. Dann habe ich eine Brotdose, eine neue geholt, weil unser Jüngster ist ja nun mal nicht mehr ein kleines Kind, Da ne, waren, mit ich hatte Cars vor. und sowas alles,
sondern ich hatte Paw Patrol. So ja, genau, Paw Patrol und sowas. Und irgendwann kann man es verstehen, kann die ja nehmen. Genau, dass er damit nicht mehr unbedingt in die Schule möchte. Und deswegen haben wir jetzt schon mal von Harry Potter 2 Dosen geholt und diese jetzt hier auch, damit er so ein bisschen einen eigenen Stil bekommt für seine Brote für die Schule. So, dann habe ich mir nochmal so einen Block geholt für mein Bullet Journal bzw. Gefühlsbuch. Das könnte dazu auch vielleicht passen. Genau, das ist hier mit Botanik, was ich richtig schön finde, mit verschiedenen Etiketten und sowas alles. Und dazu passend halt diese Sticker, die mir richtig zugesagt haben und richtig schön gefallen dazu. Das dann einmal so Transferpapier, Transparenzpapier. Das ist Papier, was durchschimmernd ist. Auch Botanik. Hier kommen jetzt alle Bastelsachen. Ja, warte. Nicht so schnell, nicht so schnell. Einmal das und einmal auch diesen. Und alles so ein bisschen in Vintage-Stil. Hier seht ihr das. Finde ich richtig, richtig schön. Das ist mitgekommen. Dann habe ich, ja, ich habe eine Menge Washi-Tape mir geholt. Aber jetzt zu meiner Entschuldigung. Ich habe Washi-Tape, das wird unser Junior auch bekommen zum Basteln, was sich nicht wirklich eignet für Diamond Painting und sowas alles, weil es sehr festes Material ist. Und deswegen habe ich mir noch mal anderes geholt. Und noch was zum Basteln kommt. Was man gut benutzen kann. Und mir gefallen die Farben, seht ihr das? Das ist richtig schön. Auch mit den Sprüchen hier und mit dem Glitzer. Einfach nur richtig schönes Washi-Tape. Ja, für mich mit 2 Stiften sogar hier. Stimmt, mit 2 so verschiedenen Stiften. Einer Plastik und einer Holz. Das stimmt. Hier ist einmal so eins. Ich denke mal, die meisten kennen das. Das ist so ein Kratzbild bzw. so ein Block mit Kratzseiten, wo er Bilder malen kann. Das Schöne ist für unterwegs, hier seht ihr das, sind 2 verschiedene Dicken, schmal und etwas breiter. Man kann auch selbst machen. Da kann er selber Motive malen. Und das Schöne ist für unterwegs, ihr braucht wirklich nur 3 Sachen mitnehmen und macht ein Kind glücklich. Ihr braucht keine Filzstifte extra mitschleppen, nicht extra Papier mitschleppen, weil ihr das alles hier an diesem Block mit habt. Dann habe ich Sneakersocken geholt. Einmal für unseren Großen und einmal für unseren Jüngsten. Die tragen sie im Sommer nämlich sehr, sehr gerne, wenn zum Beispiel nicht so sonniges Wetter ist, aber man möchte trotzdem eine kurze Hose tragen, weil die Temperaturen da sind. Die waren auch im Angebot. Habe ich einmal die geholt. Nee, aus England, denke ich, oder Niederlanden. Und da habe ich einmal, wie gesagt, für die Jüngsten und einmal für unseren Mittleren die Sneakersocken geholt. Dann habe ich mir einmal diesen Kartonblock geholt für das Basteln von Passepartouts, für den Bilderrahmen, einmal für die Stickmotive und einmal auch für Diamond Painting, dass ich so ein Passepartout machen kann. Ich finde das schön mit diesen robusten, rustikaleren Farben. Einmal olivgrün, grau, braun und schwarz. So, und alles so ein bisschen wie so eine Leinwand geprägt. Hier seht ihr das. Moment. Die verschiedenen Ausführungen. Und da werde ich Passepartouts draus basteln. Das freut mich nämlich, dass ich das gefunden habe, weil die andere Passepartouts finde ich nicht so toll. Dann haben wir nochmal einen Schwimmring geholt, weil irgendwie die Katzen von uns neigen dazu. Die schwimmen. Wir hatten hier 2 Stück, die waren eigentlich heile, aber irgendeine Katze hat es dann mal wieder geschafft, damit rumzuspielen. War hier in der Garage. Und hat Löcher reingemacht. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr das diesmal vernünftig wegpackt, dass die Katzen diesmal nicht rankommen. Beide habe ich nämlich benutzt im Pool und dann bin ich sofort damit untergegangen. Ja, aber diesmal müsst ihr das dann auch anders lagern und nicht wieder da, wo die Katzen sind. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber dieser Reifen ist mitgekommen. Dann war im Angebot so ein Body Spray. Das ist mein. Da steht zwar Ibiza drauf, aber es riecht sehr, sehr angenehm. Also es hat keinen typischen Kokosnussgeruch oder diesen typischen Strandgeruch, sondern es ist ein sehr, sehr angenehmer, schöner Duft. Und deswegen ist der mitgekommen. Der duftet. Dann sind für unseren Jüngsten noch Radiergummi mitgekommen. Der duftet nach Apfel und der nach Zitrone, genau. Aus dem Hintergrund, nein, er sammelt keine Radiergummis. Aber er wird in der Schule immer noch regelmäßig gemobbt und regelmäßig werden ihm seine Radiergummis und sowas geklaut, weggeschmissen, whatever. Einer ist einfach abgehauen. Ja, und es ist nicht witzig, es ist alles andere wie witzig, aber ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen, damit er trotzdem Radiergummis hat und... Die habe ich jetzt erstmal gekauft, sind 6 Stück. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht eventuell ein bisschen länger
in seinem Besitz bleiben, weil ich habe immer noch nicht bei einem meiner Kinder so viel Bleistifte, Stifte allgemein und Radiergummis neu kaufen müssen, weil irgendwelche Idioten aus der Schule, aus der Klasse ihm diese wegnehmen, verstecken, wegschmeißen, was auch immer. Und manche es ist einfach total mistig. Ja, einfach nur mistig, was sie da abziehen, und kein Lehrer oder so hilft da auch wirklich, und es ist einfach nur traurig. Aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt nochmal diese mitgekauft. Dann habe ich mir einmal Tippex geholt, allerdings nicht zum Schreiben, sondern vom Ausbessern bei unseren Schränken in der Küche. Und dann habe ich einmal das hier geholt, und zwar ist das so ein Reinigungsspray für Displays. Alles, was so Computer, Handy und sowas ist, ihr sollt damit ja nicht mit scharfen Mitteln das ran. Allerletzte kommt gleich. Um das Ganze zu schützen, und das habe ich jetzt einmal mitgenommen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Kann ich schon mal morgen auf jeden Fall ausprobieren an meinem Computer und an meinem Handy. Tuch ist hier mit drin. Hier drin ist das Flüssigkeitsspray und soll alle diese Bildschirme halt sauber machen. Und einmal mitgekommen ist auch nochmal Eiswürfelmacher. Wir können davon irgendwie nicht genug bekommen. Weil wir benutzen bei jedem Getränk irgendwie Eiswürfel. Und ja, deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen. Ich glaube, jetzt haben wir 6 Stück. Das müsste jetzt aber auch reichen, dass wir dann regelmäßig unsere Eiswürfel haben. Außer wenn einer kaputt geht. Ja, ist aber bei dem Gott sei Dank nicht der Fall. Das Schöne ist, die sind hier mit Silikon. Das heißt, ihr könnt die, oder Latex, ihr könnt die dann halt hier so rausdrücken. Was praktisch ist, ihr könnt es auch einfach befüllen, indem ihr hier einfach oben das Wasser reinlaufen lasst, und es verteilt sich halt über die ganze Fläche. Ich habe sowas Ähnliches schon in rund. Jetzt habe ich die hier nochmal mitgebracht. Und wir haben das schon als Gummi. Genau, und ich kann sie euch empfehlen, weil dadurch, dass sie einen Deckel haben, laufen sie euch nicht aus. Ihr könnt sie reell in euer Eisfach packen. Oder Kühltruhe. Und sind leicht zu befüllen, sind auch gut rauszuholen. Finde ich einfach nur praktisch. So, das war das XXXXXL-Haul. Also wirklich extrem lang. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das so hingezogen habe. Action-Video XXL. Aber ich habe wirklich einiges dazwischen gehabt, und dadurch ist das Ganze natürlich ein bisschen wieder ins Erliegen gekommen. Ihr kennt das ja von mir nicht anders, ich weiß. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Aktiviert das kleine Glöckchen oben auf meinem Account, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Like und Abo da lassen. Genau, er hat es in kurzen Worten verfasst. Ich würde mich freuen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Eure Wiebke.